zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es, eigentlich ist es eine Videoreihe oder habe ich es mal angelegt, dass es eine Videoreihe wird. Das heißt also, es wird auf jeden Fall noch ein zweites, vielleicht sogar noch ein drittes Video geben. Und heute ist der Schwerpunkt auf der aktiven Bremsbelüftung. Ich habe ja bereits im vorherigen Video gezeigt, dass ich meine Bremsscheiben gereinigt habe. Einerseits, um ein wenig die Kühlleistung zu verbessern. Auf der anderen Seite, wenn diese Löcher in der Bremsscheibe geschlossen sind, können die natürlich auch weniger Bremsenabrieb abführen, was dann auch wieder nicht so gut ist. Und ich habe schon längere Zeit mit dem Gedanken gespielt, weil ich immer so starke Hitzeprobleme habe auf der Rennstrecke. Das heißt also, meine gesamte Bremsanlage wird sehr, sehr heiß. Diese Hitze überträgt sich dann auf die Felge und die Felge gibt die Wärme wiederum an den Reifen ab, was so eine Fehlerkette im Endeffekt ergibt. Und dadurch, dass dann die Reifentemperatur eben über die Bremstemperatur, über die Felgentemperatur auch so stark ansteigt, habe ich auf der Rennstrecke häufig das Problem, dass meine Reifen einfach zu heiß werden, aus dem Fenster rausfallen, wo sie gut funktionieren. Das merkt man dann nachher im Fahrbetrieb dabei, dass die Reifen anfangen so ein bisschen zu schmieren. Das heißt, am Anfang ist ohnehin der Reifen kalt, der muss angewärmt werden, dann kommt so ein Temperaturbereich. Michelin, ich habe da mal nachgefragt, Michelin spricht da davon, dass die optimale Reifentemperatur von den Michelin Pilot Cup 2 Reifen, welche ich da jetzt auf meinem M2 Competition fahre, so zwischen 80 bis, sagen wir mal, 88, 89 Grad liegt. So in dem Temperaturbereich sollen die laut Michelin sehr gut funktionieren. Und ich habe häufig das Problem, dass ich aus diesem Temperaturbereich herausfalle, also beziehungsweise den Temperaturbereich übersteige. Das heißt, ich habe vor einiger Zeit schon mal angefangen, Equipment zu kaufen, um eine aktive Bremskühlung zu verbauen. Auch bei dem Upgrade meiner Bremse hin zu der M-Performance-Bremse habe ich bereits an der Vorderachse darauf geachtet, weil vor allem die Vorderachse das Problem ist, dass dort das normale Hitzeschutzblech habe ich getauscht gegen ein Carbonfaserblech, welches eine Anschlussmöglichkeit für einen 60 mm Schlauch bietet. Das Ganze für den Fall, ab und an werde ich ja gefragt, wo habe ich die Teile her? Diese Teile für meine aktive Bremskühlung habe ich über Burkhardt Engineering gekauft. Das ist ein deutscher Shop. Das heißt, den findet ihr im Internet für den Fall, dass ihr ähnliche Teile sucht. Was habe ich gekauft? Ich habe erstmal so ein bisschen verschiedene Teile mir bestellt. Ich weiß noch nicht, ob wirklich alle zum Einsatz kommen. Diese Teile hier, das sind solche Luftsammler, nenne ich sie jetzt mal. Die sind zweiteilig in dem Fall. Das heißt, wir haben also eine Ober- und eine Unterseite. Die werden dann verklebt und später, natürlich werden die dann im Idealfall etwas sinnvoller aufeinandergelegt, dass eben hier kein Spalt ist. Dann werden die hier an den Seiten verklebt und hier hinten haben wir dann eben eine Anschlussöffnung für einen 60 mm Schlauch. Das heißt, dieser Sammler wird irgendwo vorne zum Beispiel jetzt für die Vorderachse an der Front montiert, steht dann am besten frei im Wind, sammelt die ganze Luft, die eben von vorne auf das Fahrzeug strömt, bündelt die, dass auch ein gewisser Druck entsteht. Der wird dann weitergegeben über so einen Bremsschlauch, wie wir ihn hier jetzt auch sehen. Und der wird dann wiederum, also der Bremsschlauch wird dann wiederum verbunden mit zum Beispiel dem Teil, was ich jetzt bei mir an der Vorderachse verbaut habe, anstelle des normalen Hitzeschutzblechs, also so ein Carbonblech, was eben auch die Möglichkeit bietet, so einen Schlauch hier anzubringen. Ich blende das jetzt mal ein, wie dieses Carbon-Stückchen aussieht, was eben anstelle des Hitzeblechs verwendet wird. Und da kommt dann dieser Schlauch hin. Diesen Schlauch nutzt man einfach als flexible Verbindung zwischen der Position, wo man die Luft ansammelt. Man kann es dann im Rathaus irgendwo entlang führen. Da muss man halt immer prüfen, ob auch genug Freiraum da ist. Meistens muss man ein bisschen was, sage ich mal, modifizieren. Das heißt, ein bisschen was von der Rathausinnenverkleidung entfernen, um den Schlauch da möglichst gut positionieren zu können. Und was man zusätzlich noch braucht, ich habe das jetzt hier auch schon mal vorbereitet. Wir sehen gleich noch die ersten Schritte, die ich am Fahrzeug mache. Das ist mal nur so generell zu den einzelnen Teilen, die man eben braucht, wenn man sowas installieren möchte. Das ist jetzt zum Beispiel für die Vorderachse. Da habe ich mal das als aktuelle Größe. Ich habe immer ein bisschen mehr sozusagen jetzt aktuell noch gewählt an Größe, dass ich nachher auch noch was wegschneiden kann. Also lieber ein bisschen zu lang machen, dass man es später nochmal kürzen kann. Und das würde dann eben verbunden werden zwischen dem Ansaugteil
und hin zu dem Teil, das sich am Rad bzw. an der Bremsscheibe befindet. Zusätzlich habe ich solche Halterungen hier bestellt und auch bereits am Auto verbaut. Ich habe mit einer Seite angefangen, wie gesagt, das seht ihr dann im Folgenden, was ich bereits am Auto gemacht habe. Ich packe jetzt mal einen aus, um euch das zu zeigen. Sofern ich es hinbekomme. Ja, kommt hin. Ist immer alles super gut eingepackt. So, wir haben hier also so ein Blech, beziehungsweise wahrscheinlich Aluminium vom Gewicht her, würde ich sagen, Teil mit zwei Löchern. Mit diesen Löchern können wir das an einer beliebigen Stelle am Fahrzeug befestigen. Ich habe das bei mir an der Rathaus-Innenverkleidung befestigt. Und in diese Mulde hier wird dann nachher der Bremsschlauch eingelegt. So, ne? Das wird hier umschlossen. Und dann wird eben mit diesem Kabelbinder, der wird hier durchgeführt durch diesen Halter. Und dann damit wird eben der Bremsschlauch fixiert. Der Vorteil dabei ist, man kann natürlich, wenn der Bremsschlauch mal verschleißen sollte, also das heißt durch Steinschlag oder vielleicht auch, weil ein bisschen Kontakt zum Reifen war, wenn der also sozusagen porös wird oder dann eben kaputt geht, dann kann man einfach den Kabelbinder wieder wechseln und hier entsprechend den Schlauch tauschen, sodass es eben auch wartbar bleibt. Dann habe ich zusätzlich zu diesen Montagestücken, die eben dazu sorgen, den Schlauch irgendwo fixieren zu können, habe ich hier auch noch solche Schellen besorgt. Diese Schellen werde ich verwenden, höchstwahrscheinlich, bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil die aus Metall sind, werde ich sie verwenden, um den Schlauch an der Bremsscheibe bzw. an dieser Abdeckung, die zur Bremsscheibe führt, anzuschließen. Das heißt also, das war meine erste Idee. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das mit dem Metall nachher so eine gute Idee ist, weil das Anschlussstück an der Bremsscheibe ist ja aus Carbon. Nicht, dass nachher hier durch dieses Metallteil zu viel Kraft entsteht und mir vielleicht mein Carbonstück kaputt geht. Da muss ich mal noch schauen, ob ich das nachher wirklich so umsetze. Das wird dann die Zeit zeigen. Das aber so zum Groben. Jetzt kommt, wie gesagt, der Teil am Fahrzeug, was ich dazu noch sagen möchte. Ich habe gesehen, der M2 hat bereits vorne im Rathaus, ich zeige das dann in dem nachfolgenden Teil auch nochmal, eine Stelle, wo sozusagen Luft von vorne gesammelt wird und an dem und dann eben durch die Kühler rechts und links gepresst wird. Es gibt also die Zusatzkühler, die sich links und rechts unten an der Front befinden. Und da vorbei an diesen Kühlern führt nochmal ein separater Luftstrang, der direkt in Richtung Rathausinnenseite bläst. Und da war meine Idee, dass ich hier dann, ich habe das im Video auch vorbereitet, eben mit so einem Halter den Bremsschlauch schon da positioniert. Und meine Idee ist jetzt, dieses Loch entsprechend zu vermessen und dann mittels CAD mir ein Anschlussstück zu fertigen, was ich dort verkleben kann und dann dieses Anschlussstück mit dem Schlauch verbinden, denn dann brauche ich diese Luftsammler nicht, denn ich wüsste jetzt nicht, wo ich das am Fahrzeug sinnvoll anbringen kann. Wenn ich dies unter das Fahrzeug irgendwo montiere, habe ich ja das Problem, dass ich eine tiefere Stelle habe, zudem kommt dann da viel Wasser und Schmutz und sowas rein. Das heißt, meine Ideallösung ist jetzt, dass ich da ein CAD-Modell mache und das vorhandene Loch einfach nutze, das dort abdecke mit einem entsprechenden Teil, was ich mit einem 3D-Drucker ausdrucke und dann das Teil hier mit dem Schlauch verbinde und die Luft dann nachher an die Bremsscheibe führe. Noch ein paar mehr Infos jetzt eben im folgenden Teil am Fahrzeug selber. So, nun befinden wir uns also direkt am Auto. Hier jetzt diese Öffnung, von der ich gesprochen habe, die ich vorher auch schon mal kurz gezeigt habe als Einblendung. Das ist also jetzt neben dem Zusatzkühler, der sich vorne links und rechts befindet, gibt es eine Öffnung, die bereits Frischluft von der Front ansaugt und in Richtung Reifen und auch so ein bisschen in Richtung Bremsscheibe leitet. Allerdings natürlich nicht besonders gerichtet und auch nicht besonders direkt. Und diese Lüftungsöffnung möchte ich verwenden. Hier entsprechend einen passenden Aufsatz für erstellen, also mittels CAD und 3D-Drucker und dann die Luft abgreifen. Um da jetzt genau hinschauen zu können, beziehungsweise auch den Halter für den Bremsschlauch befestigen zu können, muss ich jetzt einmal die Rathausinnenverkleidung lösen. Die Rathausinnenverkleidung hier am M2 Competition ist zweigeteilt. Wir sehen das jetzt hier. Hier endet sozusagen der vordere Teil. Das heißt, es reicht für uns in dem Fall, wenn wir jetzt lediglich den vorderen Teil der Rathausinnenverkleidung lösen, um eben diese entnehmen zu können und dann den Halter dort anbringen zu können. Es sind einige Schrauben, wie ihr hier seht, die diese Halterung am Fahrzeug befestigen. Zusätzlich zu den Schrauben, die wir jetzt hier im Rathausinnenbereich sehen,
gibt es auch noch Schrauben, die sich unterhalb der Frontstoßstange befinden. Das sind auch nochmal, ich glaube, 3 oder 4 Schrauben, die auch nochmal gelöst werden müssen. Und so wäre dann meine Idee, ich greife hier die Frischluft ab über so einen kleinen Schnorchel, führe den zu meinem Bremsschlauch. Der Bremsschlauch, der wird dann hier an der Fahrzeugkotflügelinnenseite befestigt und geht dann eben am Stoßdämpfer vorbei in Richtung Ankerblech, welches dann wiederum diese Frischluft, die hier abgegriffen wird, direkt in Richtung Bremsscheibe pustet und bläst und so sozusagen bei höheren Geschwindigkeiten da hoffentlich ordentlich Luft in Richtung Bremsscheibe befördert, um die zu kühlen. Jetzt befinden wir uns an der Fahrzeugvor- und Unterseite. Hier gibt es jetzt auch nochmal 3 bzw. 4 Schrauben, die wir lösen müssen, denn auch diese Schrauben sorgen dafür, dass die Rathausinnenverkleidung festsitzt. Ich habe jetzt die vorderen Schrauben gelöst und wie man sehen kann, im hinteren Teil ist es jetzt noch gehalten. Da versteckt sich auch noch mal eine Schraube, die sehen wir jetzt hier. Die muss man auch lösen und wenn diese Schraube dann auch gelöst ist, dann kann man die Rathausinnenverkleidung, also beziehungsweise den vorderen Teil der Rathausinnenverkleidung, komplett entnehmen. Die letzte Schraube ist jetzt auch gelöst und jetzt besteht eben die Möglichkeit, den kompletten vorderen Teil der Rathausinnenverkleidung aus dem Kotflügel rauszuholen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das natürlich alles relativ genau gearbeitet ist. Das heißt, wir müssen an der einen oder anderen Stelle den halt ein bisschen biegen. Hier seht ihr jetzt, hier habe ich den sozusagen schon so ein bisschen rausgehoben. Und jetzt geht es darum, einfach den zu entnehmen, aus dem Rathaus komplett rauszuziehen. Und wenn ihr den dann entnommen habt, dann könnt ihr den eben bearbeiten. Hier jetzt der Blick auf die Front des Fahrzeugs aus Sicht des Rathauskastens oder des Radinnenraums vorne. Und hier sehen wir auch diesen Zusatzkühler und eben diesen kleinen Luftkanal, der am Zusatzkühler vorbeigeht, den wir jetzt hier abgreifen wollen. Hier sieht man auch schön, dass eben der Kotflügel da nur angeschraubt ist. Da scheint also überall Licht durch. Das wäre dann auch die Stelle, wo man sozusagen diese M-Performance-Kotflügel anbringen kann. Hier müsste man also auch die Rathausinnenverkleidung öffnen und lösen, um da den anderen Kohlefaser-Kotflügel verbauen zu können. Hier jetzt die Rathausinnenschale und hier werde ich jetzt meinen Halter anbringen. Das mache ich ganz einfach, indem ich den möglichst weit unten positioniere. Das hatte ich ja vorher schon einmal so grob mir angeschaut, als die Radinnenverkleidung noch im Rathaus war. Und hier schaue ich jetzt einfach, welche Schrauben brauche ich, also welche Größe von Schrauben, welche Länge, mit welcher Unterlegscheibe. Nachdem ich das sozusagen herausgefunden habe, gehe ich jetzt her und zeichne mir grob, beziehungsweise ich werde einfach hier einen Bohrer nehmen und mache leichte Markierungen für mich, damit ich weiß, wo ich bohren muss. Ich messe jetzt hier nichts, weil das ist kein kritischer Teil oder kein kritischer Positionierungsort für diesen Halter. Jetzt, wo ich diese Anhaltspunkte habe, gehe ich her und bohre meine beiden Löcher und werde dann im Anschluss den Halter eben hier an der Stelle positionieren.
Verkleidung bereits wieder in den Kotflügel eingepasst, beziehungsweise in die Innenseite des Kotflügels eingepasst. Die Schrauben müssen jetzt natürlich noch angebracht werden. Das ist der letzte Arbeitsschritt und dann sind diese ersten Maßnahmen auch fertig. Weitere Schritte folgen dann in den weiteren Videos. Wie gesagt, gegebenenfalls nochmal 2 oder 3 Videos, je nachdem, wie ich zeitlich hinkomme. Ich hoffe, es war hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Ciao!